Es hängt unübersehbar am Hoftor. Hier feiert heute das Ehepaar Anni und Günther Brauer seine diamantene Hochzeit. Ortsbürgermeister Horst Blume überbringt die Glückwünsche der Gemeinde. Ihr beide habt eine sehr entscheidende Rolle in der Gemeinde Barim mitgespielt. Nur so ein bisschen. Doch, Günther, ja. Du warst mit dem Herzen dabei. Weißt du, und wer nicht mit dem Herzen dabei ist, kann diese Leistung nicht bringen. Mit du im hohen Alter. Angesehen bei der Feuerwehr, eine Rolle, die ja nicht so übersehen ist. In kurzer Zeit füllt sich der große Tisch und in lockerer Runde kommt Günther Brauer schnell auf seine Erlebnisse in der Kriegszeit zu sprechen, in deren Folge er 1948 seine Anni hier in Barleben kennengelernt hat. Der gelernte Tischler hat in der dritten Generation die Firma seines Schwiegervaters übernommen und die meiste Zeit hat Anni als mithelfende Ehefrau die ökonomischen Geschicke der Tischlerei fest in den Händen gehabt. Wie schafft man es, 60 Jahre verheiratet zu bleiben? Also erstmal Gesundheit. Gesundheit. Und dann muss man ehrlich zueinander sein und vor allen Dingen an einem Strang ziehen. Und das hat es eigentlich nicht gegeben, dass wir mal einen Tag nicht miteinander gesprochen haben. Das darf man doch mal. Anni und Günther Brauer haben eine Tochter, einen Enkel und einen Urenkel. Und auch wir wünschen den beiden alles erdenklich Gute für die kommende gemeinsame Zeit.